Möchte ich noch schnell ein, zwei Worte sagen hier zum Fleisch. Ganz wichtig, beim Nackensteak ist natürlich sensationell, wenn es ein gutes Produkt ist, lieber 1 Euro mehr ausgeben und es passt. Guckt drauf, dass es schön marmoriert ist, dann schmeckt es auch nicht nach Schwein, dann ist einfach nur super, super, super lecker. Ja? Ganz wichtig, wenn ihr einen ganz perfekten Gargrad kriegen wollt, was gar nicht so groß wichtig ist hier, aber für mich persönlich sehr wichtig, macht's nicht raus aus dem Kühlschrank. Ja? Es ist kühlschrankkalt. Dann gart's gleichmäßig und dann wird's viel, viel saftiger. Übrigens, mit den Bohnen hier, da muss man noch was dazu sagen. Ich verwende die Bohnen mit dem Saft. Ja? Wenn man da hinten drauf liest, und das macht ihr bitte auch, dann könnt ihr feststellen, da ist Wasser drin, da ist Salz drin, Bohne und nichts anderes wie Ascorbinsäure. Was ja nur bedeutet, dass es Zitronensäure ist, nicht mehr und nicht weniger. Das Wasser, wenn man das abgießt übrigens, da könnt ihr das auch aufschlagen. Zu einem Eischnee wird ganz viel verwendet in der veganen, vegetarischen Küche, nennt man übrigens Aquafaba. Ja, kann man aus Kichererbsen machen, rote Bohne, weiße Bohne. Wenn ihr einen Knoblauch in Scheibe schneidet oder in Würfel schneidet, dann ist er viel besser verträglich und man riecht nicht ganz so stark aus dem Mund. Wenn er eine Presse tut, echt für mich eine grenzwertige Geschichte. Thomas, komm mal ein bisschen näher, ich will dir was zeigen. Siehst du die Zwiebeln hier? Ja? Und das ist ganz wichtig, das will ich zeigen. Die Zwiebeln, die habe ich in Spalten geschnitten und nicht in Scheiben. Wenn wir die braten, dann bleiben die Zwiebeln auch, weißt? Die bleiben in der Form, die zerfallen nicht, ja? Machen die Soße nicht dick und schmeckt dann viel, viel besser, wenn man sie im Mund hat. Ah, noch eine kleine Zwischeninformation. Mega wichtig. Wo ist denn mein Grillbuddy, Ria? Ja. Bringen wir mal den Kurzzeitthermometer. Vielen Dank, dank dir. Hä? Das ist übrigens ein Kurzzeitthermometer. Kurzzeitthermometer ist die günstige Variante vom anderen Produkt. Es unterscheidet sich immer ein bisschen von der Geschwindigkeit. Ja? Wenn es schnell funktioniert, kostet es meistens ein bisschen mehr Geld. Aber ihr könnt natürlich mit einem Kurzzeitthermometer auch den Garpunkt rausfinden. Von diesen Tricks hier mit den Fingern, da halte ich nicht ganz so viel, weil ich bin ein Profi und es ist einfach so, wenn das Fleisch sich verändert, als Beispiel, ist es trocken gereift, ist es nass gereift, ja, war es nur im Kühlschrank, nicht vakuumiert, dann fühlt sich das immer anders an. Ich bin für einen Thermometer. Das, was ich fühle, weil ich Fachmann bin, das ist für euch ein bisschen einfacher, wenn ihr es einfach mit der Zeit macht oder mit einem Thermometer.